Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu den Gameswelt Nachrichten. Ich bin wie mit der Pirmin, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende und konntet so ein bisschen die freie Zeit genießen. Wenn ihr noch nicht die neueste Folge Insert Coin gesehen habt, schaut ihr euch gerne an. Ansonsten kommen jetzt die Themen von heute. Capcom soll Bilder für Resident Evil gestohlen haben. Respawn denkt über kostenpflichtige Ranglistenspiele in Apex Legends nach. Die Xbox Series verliert Exklusivtitel an die PlayStation 5. Und neue Leaks zu Battlefield 6 sind aufgetaucht. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt auf die Glocke. Jetzt viel Spaß mit den News. Let me go! Chris? What the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters. Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. For Ethan. Nicht nur bei Apple und Epic geht es am grünen Tisch rund, auch Capcom könnte bald eine Gerichtsverhandlung ins Haus stehen. Laut Polygon hat eine Designerin Capcom nun wegen unrechtmäßiger Verwendung von lizenziertem Material verklagt. Um genauer zu sein, handelt es sich dabei um Fotos als Art Assets in Resident Evil 4, Devil May Cry und ein paar anderen Spielen. Die Fotos wurden schon im Jahre 1996 veröffentlicht und haben sich hauptsächlich auf die Veränderung von Oberflächentexturen im Laufe der Zeit konzentriert. Insgesamt wurden ca. 80 Fotos unrechtmäßig verwendet, insgesamt also eine Klage wegen Urheberrechtsverletzungen in der Höhe von ca. 12 Millionen US-Dollar. Entwickler versuchen häufig, ihre Community in die Entwicklung ihrer Spiele mit einzubeziehen. Oft geschieht das über verschiedene Testläufe, manchmal aber auch nur über einfache Umfragen. Respawn Entertainment hat nun auch seine Spielerschaft befragt, ob es sinnvoll wäre, im Free-to-Play-Spiel Apex Legends Geld für die Teilnahme an Ranglistenspielen zu verlangen. Entgegen den ersten Vermutungen fällt das Feedback dabei sogar recht positiv aus. Über 56% finden, dass ein einmaliger Zugangspreis für 10 Euro eine gute Sache ist. 29% hingegen halten von dieser Idee eher nichts. Der Hintergrund der Überlegung ist auch recht schnell und einfach erklärt. So müssen Cheater bei jedem Bann immer wieder neues Geld investieren und werden so hoffentlich vergrault. Im Vergleich zur PlayStation muss sich die Xbox immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, die Xbox hat doch gar keine Exklusivspiele. The Medium ist da einer der ganz wenigen Exklusivtitel für die aktuelle Xbox Series, doch das könnte sich zum Leiden der Microsoft-Unterstützer bald ändern. Kürzlich ist eine amerikanische Alterseinstufung aufgetaucht, in dem die Sony-Konsole erwähnt wird. Und Erfahrungen haben gezeigt, dass das meistens ein eindeutiges Zeichen für eine baldige Bekanntgabe ist. Groß sollte die Überraschung dennoch auch nicht sein, denn so wurde The Medium zu seiner Zeit auch als zeitexklusives Spiel angekündigt. Zur E3 könnten wir hier also vielleicht ein neues Release-Datum erwarten. 2 Tage noch bis zum offiziellen Reveal von Battlefield 6. Die Gerüchteküche läuft dabei schon länger heiß und fördert dabei einige interessante Thesen ans Tageslicht. Neueste Info aus Reddit ist nun der offizielle Name, denn Battlefield 6 soll angeblich auf Battlefield 2042 hören. Mit dabei sollen die größten Maps aller Zeiten sein, mit der Möglichkeit 64 gegen 64 zu spielen, aber auch neue Profimechaniken wie die Option in einem Squad einen Spezialisten mit besonderen Fähigkeiten und Gadgets zu haben, zum Beispiel ein Sanitäter mit einem Heilpfeil. Crossplay soll es hingegen aufgrund der geringen Leistung der PS4 und Xbox One erstmal nicht geben. Diesen Mittwoch um 16 Uhr sind wir aber auch schlauer. Das war's mal wieder mit den Gameswelt-Nachrichten für heute. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Start in die Woche und dann hören wir uns auch morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.